Wer in China in letzter Zeit mal war und neue Städte gesehen hat, wird auch sehen, dass die Wälder nicht einfach sozusagen nur in den Wäldern sind, sondern eben auch hineinkommen in die urbanen Gegenden. Sie haben neue Stadtkonzepte, wo sie quasi die Hochhäuser neuer Stadtgebiete etwa in Wäldern haben. Es ist nicht mehr das Begleitgrün um die Hochhäuser, sondern es sind die Hochhäuser eigentlich, die wirken heutzutage eher als das Beiwerk zu den Wäldern, die in den neuen Stadtteilen gepflanzt worden sind. Das ist alles fast unbeschreibbar. Ich habe das 2019 zuletzt sehen dürfen und es fehlen einem fast schon die Worte. Also ich bräuchte jetzt längere Zeit, um das zu beschreiben. Das Netzwerk der 300 grünen Städte ist im Entstehen und verknüpft sozusagen auch die grünen Zonen. Es wird zurückgebaut, die Städte, und es gibt ökologische Architekten im Westen, deren Vorträge ich gehört habe, auch die gesagt haben, sie können alles, was ihr Herz begehrt, können sie in chinesischen Städten realisieren. Da können sie experimentieren. Zero-Waste-Städte stehen auf dem Programm, sind im Entstehen. Es existieren bereits 170 emissionsfreie Technologieparks und so weiter. So. Stopp mit der CO2-Frage. Jetzt mal zur Frage des Energiemix, also die Input-Seite der Produktion. China ist bekannt als Weltmeister in der Produktion erneuerbarer Energien, Wasser, Sonne, Wind. Aber eben auch die Kohle ist noch ein großes Problem. Dutzende Millionen Tonnen Kohlebergbau mit schlechter Kohle, die schlechteste Kohle sozusagen, die unergiebigste Kohle ist stillgelegt. Diese Kohlebergbauten sind stillgelegt. Ebenso die alten Kohlekraftwerke, KKWs, Kohlekraftwerke mit konventioneller Technik. Ich habe mehrere Studien hier zitiert, etwa das Global Development Policy Center an der Boston University oder eben auch die Studie des von American Progress Organization, einer Organisation, die seit vielen, vielen Jahren alle Kraftwerke der Welt im Detail untersucht und 2017 und 2020 dann die fortgesetzte Studie herausgebracht hat, in der Sie dann lesen können, everything you think you know about coal in China is wrong. Alles, was Sie glauben, über Kohle in China zu wissen, ist falsch. Warum? Weil das Kohlekraftwerk ist eben nicht das Kohlekraftwerk. Es gibt nach deren Studie mindestens drei Typen und Klassen von Kohlekraftwerken und die neueste Technologie ist die ultra-emissionsarme Kohlekraftwerk, das zu 90% aller Kohlekraftwerke in China existiert. 2020 stand, können wir heute sagen, 92, 93, 94% wahrscheinlich und nur ca. 50% des CO2-Ausstoßes von konventionellen hat. Das nennen die ultra-supercritical, während das normale herkömmliche Kohlekraftwerk als subcritical benannt wird. Und von den ultra-supercritical existieren, also die neueste Technologie, existieren in den USA nur 1% aller Kohlekraftwerke, während die meisten 50% etwa subcritical sind und die anderen in der zweiten Kategorie dazwischen. Also, Sie sehen, das Bild wird nochmal deutlich verändert. Gleichwohl wird die Kohle insgesamt auch weiter reduziert. Kohle, Gas, Öl sehen Sie hier, hatten 2020 noch etwa 58% am gesamten Energiemix und im 14. Fünfjahresplan wird es bis 2025 werden Kohle, Gas, Öl auf 50% heruntergefahren. 2020 war dann auch der Höhepunkt des Kohleverbrauchs insgesamt. Atom, ein weiteres kritisches Thema. 5% des Energiemix in China ist Atomstrom. Bis 2035 wird das weiter runtergehen auf 4%. Der 14. Fünfjahresplan hat ja nicht nur die verbindlichen Planungen bis 2025, sondern hat auch erstmals eine 10-Jahres-Projektion danach bis 2035 und da wird
Atomkraftwerk 4% nur noch sein. Die Atomkraftwerke in China, auch das muss man dazu sagen, ähnlich wie bei den Kohlekraftwerken, es sind zwei Generationen nach Fukushima. Es hat eine passive Kühlung, es hat drei unabhängige Kühlkreisläufe, also Fukushima könnte in diesen Atomkraftwerken nicht mehr stattfinden. Und dazu kommt neueste Dinge, die man jetzt vor kurzem im September im Spektrum der Wissenschaft nachlesen konnte. Es gibt zu den Atomkraftwerken konventioneller Art mit Uran und Spaltmaterial und so weiter und Hochdruck Alternativen, die bis 1969 auch in den USA experimentell beforscht wurden und danach wurde das abgebrochen. China hat diesen Ansatz weiterentwickelt und das nennt sich Thorium-Reaktoren, die salzbasiert sind und salzbasiert kühlen, ohne Druck, ohne Uran, ohne langlebiges Spaltmaterial. Es wird gesagt, China könnte ab 2030 diese Thoriumreaktoren in Massenproduktion herstellen und damit alle, sogar die neuesten konventionellen AKWs ersetzen. Spektrum der Wissenschaft, 15. September 2021. Der 14. Fünfjahresplan noch zu dem Thema neue und erneuerbare Energien, dazu muss man wissen, unter neuen Energien fasst China in der offiziellen Sprachregelung nicht nur Wasser, Solar und Wind, sondern auch Atom. Atom, wie gesagt, geht runter, mit Atom wird weiterentwickelt in Richtung Thoriumreaktoren, also die ganze Idee von altem Atomkraftwerk wird auch überdacht. Und man könnte dann analog zu dem eben zitierten sagen, everything you think you know about nuclear power in China is wrong. Auch das wird man dann in wenigen Jahren sagen können. Aber die erneuerbaren Energien wären ja dann im engeren Sinne nach unserem Sprachgebrauch Wasser, Solar, Wind. Das geht plus Atom, geht runter nach dem 14. Fünfjahresplan von 42 auf 50%. Ich hatte eben schon gesagt, Öl, Gas, Kohle geht runter von 48 auf 50% bis 2025. Entsprechend gehen die neuen und erneuerbaren Energien von 42 auf 50% drauf. Pro Jahr investiert China 100 bis 120 Milliarden in die erneuerbaren Energien. Das sind 45% der globalen Ausgaben aller Investitionen in erneuerbare Energien in der Welt. Die Energieeffizienz, ich will Sie als Nicht-Ökonomen, überwiegend ja Nicht-Ökonomen, nicht weiter mit Relationen und Quoten quälen, aber die Energieeffizienz im 14. Fünfjahresplan ist für mich als Ökonom hoch beeindruckend, denn es gibt den Energieverbrauch pro BIP-Einheit, der wird bis 2025 um 13,5% sinken und die CO2-Emission pro BIP, also Sozialprodukteinheit, werden um 18% sinken. Wenn ich diese beiden Relationen zueinander in Beziehung setze, dann kann ich leicht ausrechnen, dass die CO2-Effizienz pro Energieeinheit um ein Drittel bis 2025 steigen wird. Das sind alles trockene Zahlen, aber wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, als jemand, der so ein bisschen mit der Energiewirtschaft vertraut ist, dann kann man nur sagen, es ist atemberaubend. Ich muss ein bisschen beschleunigen. BASF betreibt seine neue Fabrik. 1 Milliarde haben die investiert, ja, vor 2 Jahren in Shenyang, in Guangdong, ausschließlich mit Atomstrom. Müll wäre noch ein Thema. Müll pro Kopf, Müllproduktion ist etwa ein Drittel der USA. Auch da wird ja immer gesagt, Müll in China, das kann man ja auch ganz leicht immer schnell skandalisieren. Die Zeiten, wo China unseren Müll abnimmt und lagert, sind ja lange vorbei. Das ist jetzt Anfang der 2010er Jahren ist ja abgesagt worden und beendet worden.
Übrigens interessanterweise mit dem Hinweis von Seiten China, dass der Plastikmüll, der von uns kommt, nicht sortenrein sortiert worden wäre. Das heißt, nicht mehr den Standards für die Recycling in China entsprach. In China sind inzwischen intelligente Mülltrennungssysteme vorhanden, flächendeckend, in unterschiedlichen Formen, aber alle mit QR-Technologie. Das heißt, sie können mit ihrem Müll sozusagen in die Containeranlage gehen. Also am Haus gibt es das. Ich habe mir das beschreiben lassen von einem ehemaligen Doktoranden von mir, der in Shanghai lebt. Und gesagt hat, mir das ausführlich erzählt hat, wie das jetzt auch zum Sozialkreditpunktesystem, zu dem neuen in Shanghai gehört. Danach gibt es dann 12 bis 15 Containerfarben und sie gehen sozusagen ran inzwischen mit QR-Code und wissen genau, was sie in welche Mülltonne stecken müssen. Entsprechend hoch sind die Recyclingquoten, wie sie etwa bei China Table in dem Nachrichtendienst am 1. Juni nachlesen können. Verkehr, auch das weiß man wahrscheinlich nicht. Die E-Mobilität wird seit diesem Jahr in China nicht mehr subventioniert, weil man sagt, das ist eine Technologie, die haben wir erstens weit genug entwickelt, zweitens wissen wir nicht, wie die Batterietechnik sich entwickelt und sich vielleicht zum Engpass entwickelt. Aber bei den Batterien, die chinesische Firma CATL, Kattel, ist bekannt mit deutschen Automobilfirmen auch weltweit eine neue Batterietechnologie zu entwickeln. In China wird wie immer 2-, 3-, 4-gleisig gedacht und parallel gedacht und parallel entwickelt. Wasserstoff ist natürlich auch ein großes Thema, das noch gefördert wird, aber eben parallel auch sehen Sie inzwischen die ersten 300 Kilometer von Solarautobahnen, wo die Fahrzeuge auf Solarplatten fahren und von Induktionsstrom nach vorne gezogen werden. Etwas, was sich für uns wie Utopia anhört, wo wir Lichtjahre davon entfernt sind, so etwas entwickeln und vor allen Dingen in den Realitätstest bringen zu können. Wir sehen, China's Speed ist besonders hoch, China's Experimentalism extrem entwickelt. Das ist das, was deutsche Unternehmen in China eben auch immer so besonders attraktiv finden. Inlandsflüge können absehbar durch die Bullet Trains ersetzt werden, die ja jetzt, wie Sie in den Medien auch gelesen haben, mit der Magnetschwebebahn eine Geschwindigkeit von über 600 km/h erreichen. Und demnächst wird also Beijing-Shanghai eine solche Bahn haben und dann werden die Inlandsflüge Beijing-Shanghai überflüssig sein. 99% aller E-Busse und E-LKWs auf der Welt fahren in China, 45% aller E-Autos, also PKWs, fahren in China. Volvo in chinesischem Eigentum, der Firma Geely, des chinesischen Autobauers Geely, ist der erste Autohersteller im Westen mit einem Ökoprogramm. Es werden absehbar in den nächsten Jahren keine Verbrenner mehr produziert und es gibt eine freiwillige Geschwindigkeitsbeschränkung auf 130 km/h. Und jetzt dieser Tage am 24. September ging bei Steingart durch das Morning Briefing ein Bericht über das gesamte Innenleben, also Passagierkabine im Auto, völlig aus ökologischen und Recyclingmaterialien hergestellt. Null Emissionsgebäude, null Emissionsfirmen, die internationale Preise kriegen von Greenpeace und so weiter. Die Ökotech-Parks, hatte ich erwähnt, die emissionsfrei sind, emissionsreduzierte Rechenzentren, Schließung der Bitcoin-Mining-Farmen, auch wegen des Stromverbrauchs und so weiter. Alles Themen, die man hier nennen könnte. Die Agrarproduktion, etwa der Reisanbau, ist flächendeckend in China umgestellt worden, wieder zurück auf die traditionellen Methoden. Fischzucht und Reisanbau kombiniert machen, dass die Fische die Schädlinge essen und Chemie sich im Reisanbau in China erübrigt. Das Totalverbot von Einwegplastik ist auch, glaube ich, ein bisschen am Rande durch unsere Medien sogar gegangen. Immer mehr Provinzen verbieten Einwegplastik in der Herstellung und auch im Handel.
Sie finden überall inzwischen Alltagsmaterialien aus Stroh, Bambus, Reispflanzen, Häuser aus ökologischen Materialien in 3D-Druck, die unter anderem entwickelt werden in Technologieparks, die China an der Ostküste mit Deutschland, mit Holland, mit Finnland jeweils betreibt. Quellen kann ich nachliefern. Sie können Ihr Handy aufladen, Sie können Ihr Bahnticket kriegen, indem Sie 20 leere Plastikflaschen in Kartenautomaten werfen und so weiter. Und nun sagen auch Kritiker, das und Merricks in Berlin und das China Table sind beides sehr, sehr kritische China-Beobachter und sie sagen beide, es gibt sehr viel stärkere ökologische Formulierungen im 14. Fünfjahresplan als in früheren Fünfjahresplänen. Und China Table sagt, die Maßnahmen, tatsächlichen Maßnahmen in China sind in der Regel noch viel klarer als die eigentlichen Texte. Internationale Finanzierung von KfW, auch da gibt's ja ganz viel Falsches zu lesen. Da wurde mit Zahlen gearbeitet, dass China 70% aller Kohlekraftwerke weltweit finanzieren würde. Das ist von dem großen Zentrum der Boston University, dem Global Development Policy Center, das ich empfehle als eine der großen Quellen für China-Informationen und chinesische Entwicklungspolitik und internationale Beziehungen, ist untersucht worden. Tatsächlich finanziert China nur 13% hat nur 13% der internationalen Kohlekraftwerke finanziert, mit abnehmender Tendenz, in der Planung nur noch 11%. Das bedeutet 89% der Planungen von Kohlekraftwerke weltweit werden von westlichen Banken und Staaten finanziert. Und jetzt kommt der Paukenschlag. Xi Jinping hat sich auch wieder was aufgehoben für die 76. Generalversammlung der UNO, gerade vor 2 Wochen, und hat angekündigt, China baut und finanziert keine Kohlekraftwerke mehr im Ausland. Das ging so ein bisschen wie ein Donnerschlag durch die Medien, leider nicht in dem Maße wie nötig durch unsere Medien. Aber die Welt bewegt sich weiter, auch wenn unsere Medien uns nicht so ganz richtig immer informieren wollen. Auch hier ausführliche Studien, größte Datenbank weltweit eigentlich zu Belt and Road und zu Chinas Auslandsfinanzen, des Global Development Policy Center Boston University. China ist der größte Bauer und Finanzierer von Wasserkraftwerken im Umkehrschluss im Ausland, gleiche Quelle. China ist führend bei den grünen Investments, Green Techs bei den Finanzleuten genannt oder ökologische Einhörner. Das sagen Weltbank, Brookings Institution oder nachlesbar zum Beispiel bei China Hirn, einem deutschen Nachrichtendienst. Oder wer es auf Englisch will, da kann ich empfehlen, Expertise Asia, die aus Singapur kommt, ein österreichischer Finanzer, der einmal pro Woche eine extrem gute Hintergrundanalyse liefert. Ich weiß es aber auch von eigenen Vorträgen vor Frankfurter Finanzern und internationalen Finanzdienstleistern, die mir das bestätigt haben und solche Veranstaltungen mit mir auch gemacht haben, um genau das an ihre Kundschaft, an Informationen weiterzugeben. Im Kontrast dazu, Deutschland, EU verfehlen ihre Klimaziele. Wir haben da inzwischen viele Studien zu und auch Handelsblatt Morning Briefing bringt es, Spiegel bringt es, viele andere, die ich hier zitiert habe, bringen es. Es ist nicht absehbar, dass Deutschland und die EU, von den USA mal ganz zu schweigen, Kanada, Australien, Japan ebenfalls, das heißt unsere führenden westlichen Mundaufmacher, sage ich mal vorsichtig, es selber schaffen, ihre Klimaziele zu erreichen. Also so ein bisschen zum Abschluss das negative Kontrastprogramm. Damit wäre ich durch mit dem kleinen Potpourri an
Zahlen und Fakten und Aspekten, die ich versucht habe, so ein bisschen zu sortieren. CO2, Energieträger, Energiemixentwicklung und vieles andere drumherum, was eigentlich die soziale Basis auch ist für die Ökologiepolitik und für die Aufforstung natürlich und für die Erfolge und für das faktische Verändern, was dort stattfindet und was einfach atemberaubend ist, muss ich mal als cooler und sachlicher Ökonom auch mal sagen. Ich hätte selber zu alledem jetzt natürlich meine ökonomischen Interpretationen und meine ökonomischen Analysen. Das alles habe ich jetzt erstmal sozusagen draußen vorgelassen, weil es mir auf Aspekte und sozusagen das Entwerfen eines Gesamtmosaiks erstmal ankam. Sie sehen hier bei dieser Folie noch die Frage, was geht da jetzt eigentlich aktuell ab? Das geht jetzt auch über die Ökologie hinaus. Man könnte jetzt sagen, oder sagen wir mal so, ich würde zum Schluss als letzten Gedanken sagen, die Ökologie war aufregend genug. Jetzt lasst uns mal gucken, was aktuell unsere Medien noch bewegt in Sachen China. Da ist die ganze Frage der Entflechtung und Regulierung der IT-Oligopole. Beginnend mit Alibabas Ant Group. Ne? Sie wissen das, letzten November, dass der Riesenbörsengang von 37 Milliarden sollte das bringen, der Ant Group zwei Tage vor dem Tag X gestoppt wurde von den chinesischen Antimonopolbehörden oder Wettbewerbsbehörden und Finanzbehörden. Es findet dort eine klare Antimonopolpolitik statt. Es findet eine Rückverteilung im Wachstum, in der Dynamik, eine Korrektur der Verteilung zulasten der Milliardäre und Multimillionäre statt. Die Armutsbeseitigung kommt von unten her nach in Richtung und vor allen Dingen der große Mittelstand, die großen Steuererleichterungen für die kleinen und mittleren abhängig beschäftigten Einkommen wirken alle dahin, dass die Einkommensverteilung in China allmählich gleicher wird. Und der berühmte Gini-Koeffizient ist schon deutlich gesunken, empirisch. Aktuelles Stichwort ist inklusiver Wohlstand. Ja, da wird sozusagen, also gemeinsamer Wohlstand, es werden alle, sollen alle verstärkt jetzt mitgenommen werden. Und die Millionäre und Milliardäre kommen unter Druck und die Konzerne kommen unter Druck, mehr beizutragen mit ihren Einkommen und mit ihren Gewinnen, was sie bisher sowieso schon machen mussten und sich an der Infrastrukturfinanzierung deutlich beteiligen mussten. Ich sage nur mal als letztes Beispiel, wie Tencent jetzt gezwungen wird, die Videospielzeit zu begrenzen. Ich habe Lehrer und Pädagogen gefragt und sie sind alle begeistert. Man muss es nicht mit Hurra begrüßen, aber man ist sich einig, dass das eine aufregende, atemberaubende Geschichte ist, über die man diskutieren wird. Die neue Immobilien- und Wohnungspolitik, Xi sagt, Häuser und Wohnungen sind zum Wohnen da, zum Leben da und nicht zum Spekulieren. Aktuell Evergrande, der Immobilienkonzern jetzt überhoben hat. Wir werden sehen, wie China auch da produktive Lösungen herbeiführt. So, in allem will ich sagen, so ein bisschen sozusagen über meinen Schwerpunkt Ökologie hinausgehend, aktuelle Themen, die sich öffnen und weiteren Diskussionen verlangen. So, hier ist mein Commercial Break sozusagen, meine Eigenwerbung. Danke für die Aufmerksamkeit und für Ihre Geduld. Und hier sehen Sie die beiden Bücher, auf die ich mich beziehe, die selber mit Tausenden von Quellen weltweit belegt sind, wo es im Grunde genommen keinen Satz gibt, der nicht belegt ist. Also insbesondere das chinesische Jahrhundert, die neue Nummer 1 ist anders. Aber auch meine Arbeitsweise bei dem zweiten Buch von diesem Jahr, die Zeitenwende, China, USA und Europa nach Corona. Sie werden auf jeder Seite, werden Sie sozusagen, wer etwas anderes sagt, etwas Positives sagt über China, ist im Belegzwang, ja, der ist in der Bringschuld sozusagen. China-Bashing kann man machen, ohne dass man irgendeine Quelle angeben muss. Umgekehrt habe ich mir gesagt, ich gebe Quellen an und Sie finden auf jeder Seite jeden Satz, jedes Faktum international belegt.
Danke für die Aufmerksamkeit und ich freue mich auf die Diskussion am 25. Oktober. Danke.